Ja, vielen Dank. Auch nochmal für die Einladung. Müssen noch schnell mal warten, dass wir die Präsentation hochgeladen bekommen. Und dann kann ich Ihnen ein bisschen was über unsere Erfahrungen des Einsatzes dieser Implantate am Kniegelenk erzählen. In 8 Wochen ist Weihnachten. Was man sich vielleicht wünschen könnte, ist ein Osteosynthesematerial, das vollständig abbaubar ist, aber mechanische Eigenschaften hat wie ein herkömmliches Osteosynthesematerial, aber auch über den Zeitraum der Heilungsphase ausreichende Stabilität gibt. Das hat Herr Manegold uns eben gerade schon gezeigt, ist der ideale Fall. Und genau in diese Lücke stößt eigentlich Syntelix mit ihren Magnesix-Schrauben. Herr Manegold hat da schon relativ viel dazu erzählt, deshalb werde ich da jetzt kurz drüber gehen. Es ist eine magnesiumbasierte Legierung mit metallischen Eigenschaften. Das betrifft die Stabilität und die Belastbarkeit und auch die radiologische Sichtbarkeit. Aber es wird im Körper vollständig abgebaut über den Prozess einer Korrosion. Und wir haben auch schon gehört, dass dabei eine Gasbildung entsteht und es wird durch Knochengewebe ersetzt. Wir haben auch schon gehört, dass diese Magnesiumlegierungen osteokonduktive Eigenschaften haben. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Die Abbauprodukte von Magnesium wirken antibakteriell, weil sie eine basische Umgebung schaffen und sie sind relativ gut biokompatibel. Auch wir haben da keine Schwierigkeiten erlebt. Das Portfolio der Magnesix-Schrauben hat ungefähr 2014 angefangen. Da sind die hier auf den europäischen Markt gekommen. Es gibt unterschiedliche Doppelgewindeschrauben in unterschiedlichen Durchmessern von 2 bis jetzt zuletzt auch 4,8 mm. Es gibt auch Pins, kleinere von 1,5 bis 3,2 mm. Und es gibt auch ganz normale Gewindeschrauben von 2 bis 3,5 mm. In unserer Klinik haben wir eigentlich ausschließlich Erfahrungen gesammelt mit den Doppelgewindeschrauben, den 2,7er und 3,2 mm Schrauben. Die will ich Ihnen im Folgenden gerne noch ein bisschen genauer vorstellen. Also es sind ganz herkömmliche Doppelgewindeschrauben, die ein Schaftgewinde haben und ein Kopfgewinde mit unterschiedlichem Steigungsgrad, sodass sie über dieses Eindrehen der Schraube eine Kompression erzeugen können. Die Größe der Schraube richtet sich nach dem Durchmesser des Schaftgewindes. Es gibt also 3,2 und 2,7 mm und jetzt auch 4,8. Es gibt auch die kleineren 2,0. Und Sie können das in unterschiedlichen Längen bekommen. Sie können also auswählen, welche Länge Sie da benötigen. Je länger das Implantat wird, desto länger wird am Ende auch das Schaftgewinde. Sie bekommen auch Instrumente dazu. Das ist eigentlich gar nicht so umfangreich. Alles, was man braucht, sind 1 mm Kirschnerdrähte, einen Messstab, um die Schraubenlänge zu bestimmen. Sie haben eine Bohrbuchse und 2 Bohrer, einmal den kannulierten Bohrer und dann noch einen Kopfgewindebohrer und einen Schraubendreher. Mehr brauchen Sie nicht, um diese Implantate zu verwenden. Die Vorteile hat Herr Manegold schon herausgehoben. Der entscheidende Vorteil natürlich für den Patienten ist, dass keine Materialentfernung nötig ist. Sie können die Schrauben verwenden wie herkömmliche Schrauben auch sonst. Sie haben weniger Artefaktbildung im MRT und im CT. Das ist vielleicht gerade bei der Fußchirurgie vielleicht noch wichtiger, wenn man eine CT-Kontrolle machen möchte. Und wir haben auch schon den Preis angesprochen, der vielleicht im ersten Moment etwas abschreckend sein kann, aber global betrachtet, gesamtökonomisch dann auch wieder Sinn macht, weil sie eine zweite Operation dem Patienten ersparen und damit natürlich ganz erheblich für das Gesundheitssystem auch Kosten einsparen können. Also das kann man sicherlich diskutieren, ob das ein Nachteil oder vielleicht sogar ein Vorteil ist. Die Indikationen für diese Schrauben am Kniegelenk sehen wir vor allem bei den osteochondralen Frakturen, ähnlich wie am Talus auch. Die sehen wir ja häufiger an der Patella oder auch an der Femurkondyle nach Patellaluxationen. Wir können sie auch verwenden bei knöchernen Ausrissen des vorderen Kreuzbands, den sogenannten Eminentia-Frakturen. Wenn diese disloziert sind, möchte man eigentlich gerne eine gute Kompression erreichen. Da sind diese Schrauben ideal. Wir verwenden sie auch bei der Osteochondrosis dissecans, wenn ein Fragment bereits abgelöst ist, um es wieder zu refixieren, wenn die Knorpeloberfläche noch in Ordnung ist. Aber auch Apophysenausrisse und Frakturen sind durchaus gute Indikationen, um diese Implantate zu verwenden. Ja, prinzipiell, so wie Herr Manegold auch sagt, alle sonstigen Indikationen, wo Sie sonst auch Metallschrauben verwenden und vielleicht nicht mehr so gerne hinkommen möchten oder weil die Implantatentfernung auch schwierig ist, kann man natürlich damit versorgen. Die Erfahrungen, die wir in unserer Klinik bisher sammeln konnten, sind fast 30 Fälle. Das sind überwiegend junge Patienten mit einer Osteochondrosis dissecans. Da werde ich Ihnen ein paar Fallbeispiele zeigen, aber eben auch Eminentia-Frakturen, osteochondrale Frakturen und Apophysenausrisse.
Das ist ein Fallbeispiel eines 25-jährigen Patienten, der sich beim Fußballspielen eine Patellaluxation zugezogen hatte. Und Sie sehen hier ein sehr, sehr großes osteochondrales Fragment, was hier im lateralen Rezessus zu liegen kommt. Und im MRT hat man gesehen, das kommt von der, wie so oft, medialen Patellafacette. Und das ist natürlich eine gute Indikation, das wieder zu refixieren. Und Sie sehen hier die interoperativen Bilder, der Defekt, dann die Einpassung des Fragmentes in den Defekt und in diesem Fall die Fixation mit 2,7 mm Doppelgewindeschrauben aus Magnesium. Die postoperative Röntgenkontrolle, da kann man die Implantate zunächst sehr gut sehen, kann also auch die Lage der Implantate gut überprüfen. Das ist das direkt postoperative Bild und wir sehen dann 12 Wochen später eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Das Fragment ist weitgehend eingeheilt. Der Patient ist so zufrieden, er kam gar nicht mehr wieder. Ich habe ihn noch mehrfach versucht anzurufen und ihn gebeten, er möge doch noch mal kommen, weil uns natürlich der Verlauf auch weiter interessiert. Aber er hatte kein Interesse daran. Wir haben aber andere Verläufe, die etwas länger sind. Das ist ein 14-jähriger Junge, auch ein Fußballer, der sich einen knöchernen Ausriss des vorderen Kreuzbands zugezogen hat mit einer Dislokation. Myers-McKeever Grad 3 würde ich das klassifizieren. Und diesen Patienten haben wir auch mit den CS-Magnesium-Doppelgewindeschrauben versorgt. Sie sehen hier die schöne Reposition. Man sollte darauf achten, dass man gerade bei diesen jungen Patienten die Wachstumsfuge nicht kreuzt. Da bietet sich also an, eine eher kurze Schraube zu verwenden und proximal der Wachstumsfuge zu bleiben. Wir wissen nicht so ganz genau, ob der Resorptionsprozess, den Herr Manegold uns auch schon so ein bisschen beschrieben hat, nicht doch einen Einfluss auf die Wachstumsfuge nimmt. Deshalb ist die Empfehlung, proximal der Wachstumsfuge zu bleiben. Ja, und uns ging es dann eigentlich ganz genauso wie allen, die diese Implantate anwenden. Wenn der Patient 6 Wochen zur Kontrolle kommt, dann kriegt man erstmal doch einen Schreck, auch wenn uns die Firma das genannt hat, dass solche Effekte auftreten. Dann sieht man also jetzt solche Aufhellungen um das Implantat herum und man fragt sich natürlich, kann er das überhaupt festheilen? Kann das fest sein? Wir waren am Anfang auch etwas überrascht und zurückhaltend auch in der Nachbehandlung. Sie sehen aber den Effekt nach 3 Monaten schon fast vollständig wieder verschwunden und nach 12 Monaten auch eine zunehmende Resorption des Implantates. Aber man sieht es nach 12 Monaten meistens im Röntgenbild noch sehr gut. Ein ganz ähnlicher Fall ist dieser 16-jährige Junge, der auch eine dislozierte Eminentia-Fraktur hat. Das Beispiel habe ich ausgewählt, um Ihnen zu zeigen, dass man das Implantat auch sehr gut arthroskopisch anwenden kann. Sie sehen dieses große Fragment. Wir hatten Schwierigkeiten, das gut zu reponieren. Deshalb erstmal so eine Tape-Zerclage angelegt, um die Reposition zu halten. Dann das Fragment reponiert. Und Sie sehen dann im oberen rechten Video, dass man das auch sehr schön arthroskopisch machen kann. Die Schrauben verhalten sich ja, wie ganz normale Metallschrauben auch. Man muss vorbohren natürlich und dann lässt sich diese Schraube problemlos dort eindrehen und versenken und man hat eine sehr gute Kompression. Das ist das postoperative Bild. Wir sehen also zum einen die Fadenzugurtung und die Osteosynthese mit den Doppelgewindeschrauben. Ich möchte Ihnen jetzt noch 2 Fälle zur Osteochondrosis dissecans vorstellen. Wir operieren das in folgender Weise, dass wir das Fragment, was in der Regel abgelöst ist, tourflügelartig herauslösen, dann zunächst einmal die Sklerose durchbohren, wenn sie ausgeprägt ist, auch die Sklerose mit einem Meißel abtragen, dann den Defekt mit Spongiosa auffüllen, die stammt in diesem Fall aus der proximalen Tibia. Und Sie können dann das Fragment wieder einpassen, mit einem Kirschnerdraht zunächst fixieren, die Längenbestimmung vornehmen und dann ein magnesiumhaltiges Implantat dort eindrehen und damit eine Fixation des Fragmentes erreichen. Vor der Ära der Magnesiumschrauben haben wir das Ganze in dieser Weise operiert. Das ist eine Patientin, die eine Osteochondrosis dissecans an der medialen Femokondyle hatte. Und wir haben diese Patientin seinerzeit noch mit 2 Titanschrauben versorgt. Und da ist es natürlich erforderlich, dass Sie das Implantat nach einiger Zeit entfernen. Wir machen das typischerweise nach 3 Monaten und Sie sehen, das funktioniert ganz gut. Das Fragment ist eingeheilt. Der Vorteil ist natürlich, dass Sie nochmal mit dem Tasthaken die Stabilität des Fragmentes überprüfen können. Diese gleiche Patientin kam dann 1/2 Jahr später wieder zu uns, diesmal mit dem linken Kniegelenk. Und da hatte sie eine Osteochondrosis dissecans an der lateralen Kondyle. Sie sehen hier das arthroskopische Bild. Und das war die erste OD, die wir dann mit Magnesium-Doppelgewindenschrauben versorgt haben. Und Sie sehen auch hier im radiologischen Verlauf postop,
Meistens 6 Wochen, zwischen 6 Wochen und 3 Monaten, diese Radioluszenz um das Implantat herum, was man durch die Gasbildung erklären kann. Aber nach 18 Monaten sieht man das Implantat eigentlich fast nicht mehr, ist vollständig resorbiert. Ist es wirklich vollständig resorbiert? Wir haben bei dieser Patientin auch eine MRT-Verlaufskontrolle gemacht. Das machen wir regelhaft, um uns die Frage zu beantworten, ob das Dissekat auch eingeheilt ist. Und wir sehen sowohl nach 5 Monaten als auch nach 18 Monaten, hier zumindest in den protonengewichteten Bildern und in den T1-Wichtungen, dort, wo die Implantate gewesen sind, schon noch Signale, die ja entweder noch das Implantat sind oder möglicherweise auch neu gebildeter Knochen. Sie sehen von der Signalgebung, ist das so ähnlich wie die Corticalis, also ist es Osteokonduktion, die da stattgefunden hat, ist es noch Implantat? Die Frage ist für mich noch nicht so gut beantwortet nach diesem Zeitraum. Ein ähnlicher Fall, eine 25-jährige Patientin mit einer Osteochondrosis dissecans. Sie sehen auch hier dieses instabile Fragment. Das haben wir in analoger Weise versorgt mit Magnesium-Doppelgewindeschrauben, 2 Stück. Und Sie sehen auch hier im radiologischen Verlauf nach 12 Monaten ein gut eingeheiltes Implantat, ein gut angeheiltes Dissekat und das Implantat eigentlich nur noch rudimentär vorhanden. Der letzte Fall, den ich Ihnen zeigen möchte, ist noch ein knöcherner Apophysenausriss an der Tuberositas tibiae, 15-jähriger Handballer. Komplexe Verletzungen, auch das Ligamentum patelle war bei diesem Patienten mit abgerissen. Wir haben das in dieser Weise versorgt, das Ligamentum patelle mit Fibertech-Fadernankern wieder fixiert und dann die Osteosynthese mit diesen 3 Doppelgewindeschrauben. Auch hier sehen Sie wieder den Defekt, typischerweise nach 6 Wochen mit den Radioluszenzen, der dann etwa nach 12 Wochen langsam wieder verschwindet. Auch diesem Patienten geht es gut, der ist schon wieder ins Handballtraining zurückgekehrt. Ich darf zusammenfassen, auch aus meiner Sicht sind die Magnesix-Schraubenimplantate sicher in der Anwendung. Die Handhabung ist einfach, eigentlich so, wie Sie von herkömmlichen Schrauben auch gewohnt sind. Wir haben bisher fast 30 Anwendungen beobachten können, ohne dabei Komplikationen festgestellt zu haben. Radiologisch sieht man, dass nach 12 bis 18 Monaten eine zunehmende Resorption des Transplantats stattfindet, aber im MRT können Sie tatsächlich nach 18 Monaten noch Schraubenstrukturen nachweisen. Die Indikation am Kniegelenk hatte ich Ihnen gezeigt, die osteochondralen Frakturen, die Osteochondrosis dissecans, die Eminentia-Frakturen, aber auch die Apophysenausrisse, aber prinzipiell auch alle anderen denkbaren Indikationen, wo Sie sonst Schrauben verwenden. Der entscheidende Vorteil für den Patienten vor allem ist, dass die Materialentfernung natürlich dadurch entfällt. Vielen Dank. Erstmal herzlichen Dank für den wirklich guten Vortrag. Ich habe diese Bilder alle überhaupt selber noch gar nicht gesehen gehabt. Das ist sicherlich ein Fehler für mich. Aber jetzt bin ich schlauer. Ich würde gerne, weil es nicht gefragt wurde beim letzten Mal und ich möchte dem vielleicht vorgreifen, die Radioluzentenzonen. Das wird immer wieder gefragt, was ist denn das eigentlich? Und dann ist die einfachste Antwort immer ein Wort mit 3 Buchstaben, Gas. Ja, das ist natürlich nicht die Wahrheit. So, und wenn man das etwas versucht, differenzierter zu sehen, möchte ich Ihnen nur einfach 3 Sätze mitgeben, damit Sie etwas im Groben verstehen, was da abläuft. Also das Implantat setzt ja Magnesium-Ionen frei. Aus der Chemie wissen wir, Mg als Ion mit Wasser in Verbindung macht MgOH, das ist Magnesiumhydroxid. Und das legt sich auf das Implantat als eine feste Schicht. Übrig bleibt H2. H2 ist ein flüchtiges Gas, was normalerweise resorbiert wird. Wenn die Physiologie es nicht zulässt, dann sammelt sich ein bisschen Gas an, was anschließend aber abtransportiert wird. Zusätzlich aber befinden sich um das Implantat herum Degradationsprodukte und es befinden sich dort Zellen, Osteoblasten, Osteoklasten, denn Magnesium hat ja eine osteokonduktive Wirkung. Und dieser Prozess steht in einem Gleichgewicht. Das heißt, Sie können davon ausgehen, das ist jetzt keine Beruhigung, sondern das ist das, was wir an Hunderten von Röntgenbildern immer wieder sehen. Und zwar mit dem Ergebnis, es gibt keine Heilungsstörung, weil diese Phänomene auftreten. Es ist ein Gleichgewicht zwischen der Auflösung des Implantates, den Degradationsprodukten, die natürlicherweise auftreten, den Zellen und der nicht mineralisierten Knochenmatrix, die sich bildet. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, finden Sie im Röntgenbild nur noch Knochen an der Stelle, wo vorher das Implantat gewesen ist. So das vielleicht mal als kurzer Abriss. Ich möchte ein zweites sagen zur Wachstumsfuge. Wir haben das gestern auch noch mal diskutiert in der Sitzung, wo Herr Kertei aus Regensburg in der BG-Sitzung vorgetragen hat. Wachstumsfugen ist ein umstrittenes Thema.
Es gibt eine Arbeit von Frau Weinberg aus Graz. Da sind Wachstumsfugen mit 3 Implantaten gekreuzt worden. Einmal Titan, einmal nur mit dem Bohrer und einmal mit einer Legierung, wie wir sie hier ungefähr vorliegen haben. Dann ist noch getestet worden die Legierung von Frau Weinberg gegen eine uns ähnliche Legierung. Und das Ergebnis war, wenn Sie durch die Fuge durchbohren oder eine Titanschraube durchbohren oder eine ähnliche Legierung wie die unsere, passiert im Grunde nichts. Wenn Sie eine andere Legierung, wie Frau Weinberg sie verwendet hat, durch diese Fuge bohren, dann ist die Fuge praktisch zerstört und das Längenwachstum wird geblockt. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Ich sage, wir sind uns in diesem Thema noch nicht einig. Wir haben eine große Studie vor, BMBF gefördert, mit Herrn Fitze in Dresden, wo wir diese Dinge untersuchen werden. Wir haben zusätzlich jetzt eine Anbahnung auch mit der Universität Hamburg, die sich für dieses Thema interessiert, und das wird intensiv bearbeitet. Eins ist sicher, das können wir aus der klinischen Erfahrung sagen, in dem Moment, wo Sie ODs versorgen und mit der Spitze in die Nähe der Fuge kommen, macht das nichts. Dafür haben wir ungefähr 50 bis 60 Fälle, in denen das so gewesen ist. Und wenn Sie parallel zur Fuge gehen bei Kindern, dann sollten Sie einen von uns berechneten Sicherheitsabstand einhalten, der nicht evidenzbasiert ist, sondern wir sagen einfach nur, es passiert wahrscheinlich gar nichts, aber bevor Sie in eine Gefahr geraten, ungefähr 8 mm von der Fuge weg, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Die Information würde ich Ihnen gern noch gegeben haben. Ich bitte jetzt Ihre Fragen an Herrn Reppenhagen. Vielen Dank auch von meiner Seite für den schönen Vortrag, die tollen intraoperativen, intraartikulären Bilder. Das sah sehr gut aus. Haben Sie Fragen an Herrn Reppenhagen? Ansonsten würde ich eine Bemerkung von Ihnen unterstützen. Sie haben es erwähnt, dass die Schraube, das ist ein sehr großer Vorteil im Vergleich zu anderen bioabsorbierbaren Implantaten, dass die Schraube über viele Monate, ja sogar Jahre, nämlich 2, 2,5 Jahre zu sehen ist. Das ist ein Vorteil in der Revisionschirurgie, gerade im Fußbereich, aber sicherlich auch bei der Refixation von osteochondralen Flakes, doch sehr beruhigend, wenn man noch das Implantat über viele Monate beobachten kann und wenn auch nur schemenhaft, aber immerhin noch sieht. Man sieht es deswegen, weil das Implantat zu Knochen wird. Sie werden dort nachher eine kortikale Knochenstruktur im ehemaligen Implantatlager finden und die bildet sich im Röntgenbild selbstverständlich röntgendicht ab. Aber was Sie sehen, ist nicht mehr das Implantat, sondern ist die Umwandlung zu kortikalem Gewebe. Gehen wir weiter? Ja.